99 Rubine. Hatten wir, oder haben wir schon. Ja, deswegen hat es gar nichts gebracht, dass ich eben 50 Rubine eingesammelt habe. Ja, in der Pause hat Fabian ein paar Kisten geöffnet und... Naja. Oh, guck mal, 5 Rubine, die brauchen wir. Vielleicht solltest du aufhören, Rubine einzusammeln, wenn es gar nichts bringt. Niemals! Vielleicht sollten wir versuchen, endlich unsere Geldbörse zu vergrößern. Oh, 20 Rubine. Lass sie einfach liegen. Nee, ich muss da hoch. Ach so. Lass sie trotzdem liegen. Okay. So, ja, Folge 14. Es ist endlich geschafft. Wir haben den ersten Dungeon erledigt. Zweiten. Was war denn der erste? Baum. Das war ein Dungeon? Ja, wir haben Endgegner am Ende gehabt, den du besiegt hast. Ach so. Ja, war kein besonders doller Dungeon. Ja, stimmt, du hast ihn. Ja, wenn ich ihn sogar besiegen konnte. Ja. Hallo, jetzt hör mal auf, die Rubine allein zu sammeln. Das bringt doch alles nichts. Da steht eine Kuh. Ja, aber mach was, da steht eine Kuh. Okay, ich geh weg. Oh, Rubine. Auf die Rubine einzusammeln. Oh Gott. Das geht ja schon wieder gut los. Also, wie viele Dungeons gibt es insgesamt? Nur damit ihr einen Überblick habt. Also, nur die Hauptdungeons zählen wir jetzt mal. Naja, alle, die wichtig sind, um die Story abzuschließen. Na, hier die 6. Dann noch eine 7. 8. Wenn wir wirklich nur so 9, ja, so 10. 8, also so 9. So na, 10. Also 10. 10. Und davon haben wir jetzt 2. Jo. Okay. Gut, dann habt ihr also einen Überblick. Grob ein Fünftel zumindest der Dungeons. Was ist denn jetzt los? Meine. Na, Todesberg, was erwartest du? Todesberg des grausamen Todes. Zum Glück haben wir einen harten Eisenschild. Ja, ist top. Stimmt ja, wenn man ein kleiner Junge ist und einen fetten Eisenschild über sich hat und dann fällt ein Stein einem auf den Kopf, der dreimal so groß ist wie du selbst. Passiert nichts. Passiert na, natürlich nichts. Logisch. Muss echt ein verdammt guter Schild sein. Ja, hat uns ja auch schließlich ordentlich Asche gekostet. Beziehungsweise Rubine. Ja, und jetzt schützt er uns gegen ordentlich Asche, die vom Himmel fällt. Ist doch ha! Top! Da schießt sich der Kreis. So, dann mach doch mal den Skulli-Tulli kaputt. Super. Nicht. Hätten sie jetzt ja ruhig auch mal noch einen goldenen irgendwo hinsetzen können. Ja, haben sie vielleicht. Wir werden es erfahren, wenn du da hochgeklettert bist. Herzen. Top. Find's schön, dass wir jetzt 5 Herzen haben. Ja. Das macht mich sehr glücklich. Das ist schön, dass es dich glücklich macht. Wir sollten auch bald 6 haben, wenn wir noch einen Herzcontainer finden. Yuppie. Und mehr Herzen sind immer gut. Wobei ich wirklich sagen muss, die schwerste Zeit ist immer am Anfang der Zelda-Spiele, wenn du nur 3 Herzen hast und jeder Scheiß dich umbringen kann. Ja. Also da machen die meisten Gegner zwar. Wenn du dann 5 oder 6 hast, so, dann wird's langsam... Genau, da hast du auch meistens Zugriff zu Feen. Hm. Von daher ist alles ein bisschen gechillter. Aber die Gegner werden auch schwerer. Nord. Wie komme ich jetzt um dich rum, ohne dass... Und dass du mich anlaberst. Ohne dass es mich anlabert. Wahrscheinlich nicht möglich, oder? Ah, die guckt dich auch mich an. Vielleicht die Luft sprengen? Guck auf diese Bombe. Na. Ja, gleich. Ja! Fabian, du bist aber, mein Held. Aber ich glaube, wenn wir wieder rauskommen, labert die uns ja noch an die Bagge. Gosh. Hast du überhaupt noch Platz für Feen? Lesen wir doch erstmal, was hier unten steht. Hübsch. Hier steht die Inschrift aus dem Wappen der Bla. Königsfamilie. Dann spiel doch jetzt mal irgendwas. Ja. Sag's nicht? Ich werde es dir garantiert nicht sagen. Aber dann spiele ich halt irgendwas. Jetzt hast du B gedrückt. Ja. Nee, das ist schon wieder falsch. Siehst du, deswegen muss man es zweimal machen, weil wenn man es beim ersten Mal spielt und merkt, oh, ist falsch, kann man neu anfangen. Gott sei Dank. Und weil du jetzt B gedrückt hast, stand nicht mehr drauf. Toll gemacht, Dennis. Mal, spiel doch einfach nochmal das dumme Wiegenlied und alles ist gut. So ein bisschen gereizt. Willst du mal spielen? Nein. Ich will, dass es aufhört. Gleich wirst du es nicht mehr sagen. Ach so. Bayonetta. Cool. Naja, fast. Ist ja mittlerweile auch ein Nintendo-Charakter, kann man ja... Ein bisschen Fanwissen, bitte. Das nicht unbedingt jeder hat. Wir kriegen jetzt Magie. Mhm. Und früher, als es noch Konzeptart war,
sollte eigentlich eine Kampfchoreografie mit der Fee einstudiert werden. Aber das haben sie dann geskippt und haben einfach gemacht, dass die Fee ihre Beine breit macht und uns... Samen bestäubt. Richtig. Macht Sinn. Ja. Hätte ich jetzt auch eher so gemacht. Ach, Miyamoto. Du alter Hengst. So, und jetzt hält er seine neue Schwertechnik hoch. Kraftvolle Wirbelattacke. Na gut, darauf haben wir ja schon länger gehofft. Dass wir endlich mal ein bisschen wirbeln dürfen. B gedrückt halten und B loslassen danach und einmal im Kreis. Bewegst du das komisch dicke T einmal im Kreis und das ist ein Analogstick. Ach jo. Doof. Diese Attacke habe ich aber nie hinbekommen mit dem Analogstick drehen und B drücken. Ja. Brauchst du magische Energie? Achte also auf deine grüne. Welche magische grüne Energieleiste habe ich doch gar nicht? Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie. Ja, bin ich. Mein Job. Nö. Du hast mir jetzt eine Wirbelattacke beigebracht, aber ich gehöre zu Gendorf. Ja. Haha. Schauen in dieses Dorf ist, bla bla bla. Schloss ist. Cool. Vom Kampf erschöpft, in Anführungsstrichen. Wir haben jetzt gekämpft. Und tschüss, zurück ins Wasser. Aber schön, dass du sagst, vom Kampf erschöpft sein, und da haben wir grüne Magieleiste, by the way. Mhm. Im zweiten Link's Adventure war es so, es gab in jeder Stadt wirklich eine Dame des leichten Gewerbes, die uns, wenn wir vom Kampf erschöpft waren, umarmt hat. Mit uns ins Haus genommen hat und dann hat sich unsere Magieleiste und Energie wieder... Da hat sich unsere Leiste wieder deutlich verlängert. Auf jeden Fall. Ach, Vulkan. Ja, hier. Gut. In dieser Höhle... Hitze können wir nicht lange bleiben. Kommt jetzt mal die Eule. Ja, sehr gut. Die macht nämlich was Nettes. Du siehst erwachsener aus. Naja. Ja, Story bla. Ich bin 2 Tage älter, also klar. Top. Das ist ja ein langer Gebirgspfad, den wir eben lang gegangen sind. Kennen wir doch schon. Da rollt noch ein Gorone. Über die Goronen schon rohen. So ist es. Na komm, was macht denn Euli jetzt mit uns? Hoffentlich nicht gegen die Wand fliegen. Ja. Und da... Ach Mensch, der Eulenexpress. Der Eulenexpress. Zurück nach Kakariko. Führt uns direkt hier auf das Haus. Das ist natürlich recht hilfreich. Wenn man gerne auf Häusern oben drauf steht. Und war das so? Ja. Und gerne auf kleine Überdachungen drauf landet. Richtig. Nämlich. Bäm! Herzteil! Bäm! 6 Herzen! Bäm, alles top! Alles ist schön. Alles ist wunderbar. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ach. Du hast immer noch deine Allergie. Mach was anderes, Mädel. Die Hühnerallergie. Ja, genau. Ich guck mal zum Spaß, ob die vielleicht schon. Ja. Haben wir da schon einen? Haben wir doch. Top. Aber wir haben doch erst 9. Ja, wahrscheinlich war der bei 5. Der Fluch ist von mir genommen. 1000 Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung. Größeres Portemonnaie. Dankeschön. Yes! Geilo. Können wir jetzt 200 tragen oder was? Ja. Yo. Schön. Ah, super. Dann reise doch jetzt bitte in der Zeit zurück und sammle die Rubine alle nochmal ein. Okay. Gemacht. Als ich in der Zeit zurückgereist bin, ist mein Großportemonnaie wieder kleiner geworden. Ich habe 99 Rubine als Max. Nein, temporale Paradoxie. Schade. So, natürlich hat uns niemand gesagt, wo wir jetzt hin müssen. Und wo der verdammte dritte Stein ist, den wir brauchen für Zelda holen sollen. Wir könnten natürlich Salia fragen. Wir können es auch lassen. Und müssen wir ja zu Salia latschen? Nö. Also, beziehungsweise sie anrufen. Wir können auch einfach speichern, N64 resetten. Dann wären wir auch da. Ginge auch. Oder wir rufen sie einfach an. Ja, brauchen wir auch. Wir haben ihre Handynummer. Brauchen wir trotzdem nicht. Also ihre Ocarina-Nummer. Ja. Soll ich sie anrufen? Aber sie hat doch jetzt gar keine Ocarina mehr. Wie redet sie denn mit uns? Doch, sie hatte doch sich noch eine Ocarina geschnitzt. Hast du doch gesehen. Sie hat doch gespielt. Wie viele Ocarinas hat sie denn, meine? Das ist ein Ocarina-Flittchen. Hast du es nicht gemerkt? Sie ist nicht treu zu einer Ocarina. Nee. Sie besorgt sich ständig neu. Was ist denn das eigentlich für eine Schwimmanimation? Extrem bescheuerte Schwimmart?
kann er also nicht einfach normal schwimmen. Wenn du ein Metallschild auf dem Rücken hast, was so groß ist wie du und trotzdem noch schwimmen kannst, ja, muss er was richtig machen. Aber warum schwimmt er denn so seitlich? So als, wie gesagt, wenn er noch schwimmen kann, macht er was richtig. Ich frage mich noch manchmal, wie Entwickler dann auf die Idee kommen, das so zu machen und nicht anders. Achso? Ja. Vorsicht vor dem reißenden Fluten und gefährlichen Strudeln hier im Fluss. Pass mal auf, du. Oh nein. Jetzt ist hier natürlich nichts. Nee, ich meine, oh nein. Weil, oh nein. Ach, du schon wieder. Sag mal, du blöde Eule. Magie, ja, ja. Das ist wofür da, um die Magie wieder aufzufüllen? Ja. Hallo, es sieht aus, als wärest du erfahrener und kräftiger geworden. Nein, sind wir nicht. Wir haben uns für 10 Minuten das letzte Mal getroffen. Direkt vor der... Aber ich habe ein Herz mehr. Ja, aber hallo. Zoras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen... Das Lied kennen wir schon, ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen halt die... Vor allem, dass er es jetzt sagt, nachdem wir es schon, keine Ahnung, 4-5 Mal verwenden mussten, ja. Die Zoras, die haben wir doch auch in Link to the Past schon getroffen, ne? Waren das nicht die, die im Wasser, beim Wasserfall und so rumliegen? Ja, genau, mit der Schwimmflosse, diese hässlichen grünen Dinger. Yes, Nummer 10. Genau, die hässlichen grünen Dinger, ich wollte es jetzt so nicht sagen. Bisschen diplomatischer. Ach so. Die Wasserlebewesen, die wir im Wasser getroffen haben. Mit dem ganzen Wasser drumherum. Im Wasserreich. Ja, beim Wasserfall auch. Da ist ein Huhn. Warum ist da ein Huhn? Achso, erstmal. Da ist ein Steinkreis. Sprengst. Oh nein, du sprengst das Huhn in die Luft. Das war knapp. 101 Dalma-Rubine. Können wir nicht so lassen, sollten wir ändern. Ja. Deswegen kaufen wir uns was. Hey du. Du bist ein Süßer. Ein paar Wundererbsen gefälligst? Sie gehen nicht besonders gut. Wie wäre es mit 10 Rubine das Stück? Wozu sind die denn gut? Suche nach einer Stelle, um sie mit C einzupflanzen. Warte ab, was passiert. Ist das jetzt Jack und die Bohnenranke? Ja. Okay, also es wächst wahrscheinlich irgendwie eine Bohnenranke, die uns ein neues Gebiet erschließt oder irgendwie so. Genau. Ja. Nette Idee. Nette Idee. Nett, ich verneige meinen Haupt vor. Reden wir nochmal mit ihm? Ein paar Wundererbsen gefällig, sie sind noch nicht so beliebt. Wie wäre es mit 20 Rubine das Stück? Die werden jetzt immer teurer, weil die Nachfrage steigt. Die werden immer teurer. Klasse. Einfaches. Die einzige Nachfrage sind wir. Ja. Sie werden langsam beliebter. 30 Rubine. Ich weiß nicht, ob sich's nach der Anzahl der Rubine, der Erbsen, die wir haben, richtet. Oder die wir insgesamt gekauft haben. Ja, wahrscheinlich doch eher gekauft, oder? Weil es ist, was wir haben sozusagen. Also ich meine, ich verstehe, spielmechanisch kann es beides sein. Ja. Aber für ihn wäre es ja sozusagen nur interessant, was wir ihm abgekauft haben und nicht wie viel wir in der Tasche haben. Aber ich hoffe nicht, weil sonst sind es für manche Sachen extrem nervig. Wie viele brauchen wir denn davon? Brauchen? Ich glaube gar nicht. Naja, man kommt ja sicherlich dann so an ganz coole Ecken, wo man noch irgendwas finden kann oder so. Genau, also für das eigentliche Spiel brauchen wir gar keinen. Okay. Also es ist auch okay, wenn wir jetzt nur ein paar kaufen. So, also als wärst du erfahrener und kräftiger geworden. Immer noch. Mal wieder. Ja, das. Und da quatschst du mich jetzt nochmal an, nur weil ich kurz rein und rausgegangen bin? Das kannst du doch wegklicken. Nein. Klick es weg. Nein, kann ich nicht. Ich würde es wirklich gerne. Verdammtes Ocarina of Time. Nein. Warum tust du uns das an? Ja, ja. Wie lang sind nochmal die Zwischensequenzen bei Metal Gear Solid? Ja, aber die sind ja interessant. Nee. Und die hört man ja nicht dreimal. Es war ein Affe in einer Aluminiumunterhose, der die ganze Zeit Cola und Zigaretten... Ja, aber interessant war doch, was Drabbin erzählt hat. Der hat nur Scheiß erzählt. Nichts, was wir vorher auch schon wussten. Ja, okay. Das war wirklich keine besonders tolle Zwischensequenz neulich. Wir referieren über eine Zwischensequenz. Ich glaube, in Metal Gear Solid 4 Folge 16 oder so. Ich glaube, es war Folge 16. Ich bewundere dich und Nick immer wieder, dass ihr euch die Zahlen merken könnt. Ich nehme was auf und vergesse es dann spontan. Instant forget. Ja, ich muss es ja mir immer alles zweimal angucken, weil ich es ja auch nochmal schneide. Ja, das aber hilft. Es ist auch einfach so gut, dass du es dir gerne mehrmals anguckst. Das stimmt. So geht euch das bestimmt auch. Ja. Der war blöd. Ja, der war zu albern. Zu albern gibt es für mich nicht. Das ist richtig. Siehe Saints Row 4 Let's Play.
So, da drüben ist wieder ein Herzteil. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Sprung schaffe. Wenn ich mir deine athletische Körperfigur mal so ansehe, nein. Also der richtige Fabian wird das locker schaffen. Der falsche Fabian natürlich nicht. Doch, klappt. Super. Na, brauchen wir nur noch drei. Ich hasse es immer bei solchen Spielen, wo man immer so mehrere Sachen braucht, um dann irgendwie ein Leben mehr zu bekommen oder sowas. Auch wie bei God of War ist das ja auch immer mit den Goronen-Augen und so, ja. So, ne? Den Phönix-Federn, um Energie aufzufüllen. Wenn du dann fünf hast, dann freust du dich ganz kurz und dann denkst du, oh, jetzt brauche ich wieder fünf. Mhm. So, davor denkst du so, ich brauche nur noch eins. Oh, das ist so schön. Bald. So, Dennis, das ist jetzt was für dich. Das sind Frösche. Ja. Fünf Frösche. Also, guck dir an. Ich drücke jetzt A und springt der. Ja. Ich drück runter. Also A und die vier Tasten. Die vier Tasten. Also gelbe ist der untere, rot ist der rechte. Grau hinten und links ist der hintere blau. Genau. Das habe ich dir nur gesagt, weil mit denen noch ein Merkspiel kommt und das darfst du dann machen. Oh Gott. Na gut. Was sein muss, muss sein. Ja. Dann haben wir wieder etwas geschafft. Ich weiß nicht so genau, was wir geschafft haben, aber wir haben Rubine bekommen. Der eine Frosch da hinten ist jetzt größer geworden, ja. Weil wir ihm ein Lied vorgespielt haben. Macht Sinn. Und für jedes Lied, was wir denen jetzt vorspielen, wächst ein Frosch. Und wenn alle fünf gewachsen sind, dann machen sie mit uns ein lustiges Spiel. Okay. Aber wir kennen doch noch gar nicht fünf Lieder, oder? Können wir noch hin? Also wir haben Sonne, wir haben Salia, wir haben König. Wiegen die? Shit. Wir haben doch nur vier. Egal, gibt Kohle. Eins machen wir noch, bringt auch 50, dann haben wir 198. Können wir uns dann irgendwas Schickes kaufen davon? Bestimmt. Noch ein paar Bohnen. Noch ein paar Bohnen. Ja, toll. Und der Grau ist größer. Nimm dies als Lügen. Sehr schön. Ach, ich fühle mich so gut, wenn ich reich bin. Ich hätte auch gern 198 Rubine bzw. Smaragde. Ja. Das wäre jetzt richtig gut, oder? Auf jeden Fall. Boah. Könntest du dir vorstellen, was das erste ist, was ich mir damit kaufen würde? Ich hab's dir schon gesagt. Weiß ich nicht. Ein richtig guten PC. Mit 198 Rubinen? Also nicht für die ganzen, aber wenn ich... Das wird ein richtig guter PC, wollte ich ja schon sagen. Also. Damit kann ich von der NSA und von der NASA Fragen bekommen, ob ich mal was für sie ausrechne. Oh ja, Herr Pürzer, können Sie vielleicht mal, ne? Oh Mann, okay, Bernd, ist gut. Ich bin gerade beschäftigt, okay, muss gerade... Moment, ich schließe mal meine 12.000 Fenster. Ja. Ja, schön. Super. Oh, dann brauchen wir nur noch zwei. Wir haben es bald wieder. Ja. Geht doch. Es geht ja richtig schnell. Das ist wie nach der ersten Million. Wenn man die hat, dann ist die zweite Million Euro gar nicht mehr so schwierig. Was ist das? Achso, soll. Ja. Vielleicht sollten wir uns das angucken. Die rastlosen Wasser dienen dem König von Hyrule. Schläft er, so rasten auch sie. Ist das so? Aha, naja. Keine Ahnung, was wir da machen könnten. Vielleicht könnten wir irgendwas mit König Zeug machen. Zum Einschlafen und so. Ja. Dass sie schlafen. So wiegen geht. Aber der rastlose Wasserfall, dann heißt es, dass der König nicht schläft. Ja. Aber die Prinzessin schläft auf jeden Fall. Deswegen. Weil sie hat ja ein Wiegenlied. Exakt. Wobei, vielleicht wird es ihr immer nur vorgespielt, dann geht die Mama raus und dann liest sie noch die ganze Nacht. Ja, so 50 Shades of Grey. Das ist ein kleines Kind. Wie gesagt. Ja, okay. Whatever. Soras Reich. Das sieht mir nach verflixt nach einem Dungeon aus. Nein. Das sieht mir verflixt danach aus, als würde demnächst ein Dungeon auf uns zukommen. Nein. Also ja, aber ich wollte jetzt einfach nur nochmal Nein sagen. Das war mir so klar. So typisch. Was ist da? Was ist da? Ein Shop? Was sind das für komische nackte Aliens? Thoros. Ja, ich weiß. Zora Rüstung. Das kostet ja noch mehr als bei den Koronen, ey. Mann. Hier. 200 Rubine. Frisch gefangen, du kannst sie in einer Flasche aufbewahren. Ja, schön. Ja, das ist toll für dich. Das ist vor allem gut, weil wir da eine Flasche mehr haben. Mhm.
Fisch kaufen willst, dann brauchst du etwas, worin du ihn aufbewahren kannst. Oh. Zum Beispiel einen größeren Fisch. Man könnte nicht irgendwas Sinnvolles verkaufen, mal für 60 Rubine oder so. Immer haben sie nur Sachen für 200. Oh. 300. Wir haben doch keine 200. Was soll das denn? Ja, vor allem das Schöne ist, ich kann mir den Fisch auch einfach selber fangen. Ja. Wenn ich jetzt eine Flasche habe. Ja. Cool. Wie sinnlos. Ja. Aber die Tussi in Hyrule Schloss. Ja. Welche Tussi? Die Leibwächterin? Nee. Welche meinst du? Die Bettlerin, die keinen Namen hat. Ach, die namenlose Bettlerin. Ja. Die berühmte. Die kauft uns alles ab, was in der Flasche aufbewahrt werden kann. Das heißt Käfer etc. pp. Käfer, Fische, Feen. Und andere Sachen, ja. Pipi. Auch. Wer war das denn gerade? Och, das war eine unwichtige Person. Du machst das alles immer so im Vorbeigehen. Ja. Erstmal Feuer. Natürlich. Weg mit dem Stab! Wir wollen noch nicht einen Stab verbrauchen im Laufe des Spiels. Stimmt. Haben wir uns doch vorgenommen. Na? Knappe Sache, knappe Kiste, schönes Ding. Ich glaube, das war aber zu langsam. Meinst du? Ja. Also musst du die 5 da alle auf Zeit nehmen, also es klappt doch. Ja, aber die Fackeln gehen trotzdem langsam aus. Und schnell Stab wegstecken. Ja. Woo! Schön. Da gibt es nämlich Achievements für. Ja. Kriegen wir die berühmten Nintendo-Trophies für. Richtig. Müsst ihr aber dann irgendwann den Rambaustein auswechseln. Ja. Oh, guck. Brauchen wir nur noch eins. Ja. Es geht ja richtig flugs. Wenn man wie ist wie. Wenn man wie ist wie. So, dann können wir hier jetzt mal mit dieser unwichtigen Person reden. Ja. Aber da wir schon wieder, große Folge. Ja, schon wieder weit fortgeschritten in der Zeit sind, reden um dieser unwichtigen, seltsamen Person in der nächsten Folge. Und spoiler mich an der Stelle, es wird unfassbar toll. Ihr müsst wieder einschalten. Ja, also Dennis kriegt schon Pipi in den Augen, so toll wird das. Du, ich habe schon meine Hose schon ganz feucht. Ja. Super ist das. Wird klasse, Leute. Schaltet wieder ein. Tschüss.